Bastelzeit. Heute mit einem kleinen Thema, wie man Daten von einem Mikrocontroller zu einem Endgerät bekommt. Da hatte ich ja schon eine Menge gezeigt. Wir hatten zum Beispiel, wie man es über WLAN macht mit einem Volkszähler oder InfluxDB oder ähnlichem. Ich hatte auch schon gezeigt, wie es mit MQTT geht. Aber diese Dinge, die haben alle eins gemeinsam, nämlich, naja, es läuft über WLAN und üblicherweise auch über ein Managed WLAN. Das heißt, wir brauchen einen zentralen Router, von wo aus die Daten wieder weiterverteilt werden. In vielen Fällen funktioniert das, aber wenn man unterwegs ist, naja, da hat man nicht immer WLAN verfügbar. Und das wollen wir uns dann heute angucken, wie kriegen wir Daten von einem Mikrocontroller, genauer gesagt einem ESP32, zu einem Mobiltelefon, einem Android-Handy, über Bluetooth. Wichtig dabei, es muss ein ESP32 sein. Der ESP8266 hat kein Bluetooth on board. Und was ebenfalls noch zu beachten ist, ich benutze hier wirklich das Standard-Bluetooth, also das Originale. Es gibt auch das sogenannte Bluetooth Low Energy oder kurz BLE. Das wird auch vom ESP32 unterstützt generell. Braucht weniger Akku, allerdings ist es etwas komplizierter in der Bedienung, deswegen lasse ich das hier mal aus. Das ist also jetzt nicht ganz so akkuschonend, was ich zeige, aber für die meisten Fälle sollte es, denke ich, okay sein. Als Gegenstelle nutze ich, wie jetzt gesagt, ein Android-Handy, einfach weil Android relativ einfach zu programmieren ist. Es geht theoretisch auch mit jedem anderen Endgerät, was Bluetooth kann, also zum Beispiel ein Laptop. Es dürften auch wahrscheinlich Apple-Geräte gehen, wobei da bin ich mir nicht so sicher, ob die einen überhaupt an Bluetooth ranlassen. Generell, wie gesagt, ihr habt da freie Auswahl, aber der Code, den ich jetzt zeige und die Wege, die sind eher für Android gedacht. Ausgangspunkt ist, dass wir einen ESP haben, der schon irgendwelche Messwerte macht. Wenn ihr euch dafür interessiert, guckt einfach mal so in meine History oder sonst wo im Internet. Da gibt es, glaube ich, eine Menge Tutorials für alle möglichen Sensoren. Und den Sensorwert möchte ich gerne auf dem Handy haben. Das Wichtigste dabei ist natürlich die Software. Das heißt, ich würde sagen, wir springen direkt mal rüber zum Rechner und gucken, wie man das dann macht. Für den Code benutze ich hier wieder Platform.io. Wenn euch das interessiert, oben ist entsprechend eine passende Karte verlinkt, wie man das einrichtet. Wenn ihr lieber mit der original Arduino IDE arbeitet, auch kein Problem. Der Code ist da identisch, das heißt, ihr könnt das 1:1 nachmachen. Jetzt brauchen wir natürlich ein paar Messwerte, die wir entsprechend an unser Handy schicken. Der Einfachheit halber nutze ich hier Hall Read. Die ESP32, die haben einen integrierten Hallsensor, sozusagen einen Magnetfeldsensor. Und den können wir hier auslesen, dann habe ich zumindest irgendwelche Werte. Das Ganze gebe ich einfach seriell aus, Delay von 500. Also alle 500 Millisekunden gibt er mir den Messwert von diesem Hallsensor. Das können wir uns dann hier auch angucken. Wenn ich die Schnittstelle hier starte, dann sehen wir, da kommen irgendwelche Werte rein. Wir sehen, die Messwerte, die sind alle so 20 bis 25, so um den Dreh. Wenn ich jetzt aber einen Magneten hole und den in Richtung ESP mache, dann sehen wir, ja, die Werte sind definitiv kleiner und sobald ich ihn weghole, geht es auch wieder größer. Gut, das klappt also schon mal. Wir können hier, wenn wir da ein bisschen rumspielen, entsprechend die Werte ändern und ja, jetzt müssen wir die nur noch irgendwie ans Handy bekommen, ne? Wie schon gesagt, wir nutzen dafür Bluetooth und wenn wir irgendwas bei Arduino benutzen wollen, brauchen wir natürlich erstmal ein entsprechendes Include. Das ist bei uns Include Bluetooth Serial.h. Die Datei, die ist im Originalcode von ESP32 dabei. Das heißt, wenn ihr euch das Board installiert, ist das mit im Paket und ihr müsst nicht irgendeine Library per Hand installieren. Klappt direkt so. Das nächste, was wir machen, ist dem Code sagen, dass er das auch bitte benutzen soll. Das machen wir über diese Zeile hier. Wir machen ein neues Objekt vom Typ Bluetooth Serial und das nennen wir in dem Fall hier ESP_BT. Dieses Bluetooth Serial Objekt, was wir jetzt hier erstellt haben, das verhält sich nahezu identisch wie das Serial, was wir auch sonst so kennen und gerne benutzen. Und ja, genauso können wir das im Prinzip benutzen. Wir fangen nämlich im Setup an und machen erstmal ein Begin. Allerdings, was jetzt hier in die Klammern kommt, das ist nicht wie hier die Baud-Geschwindigkeit. Hier sagen wir bei Serial 115200 Baud zum Beispiel. Hier kommt stattdessen ein Name rein, das heißt also ja, zum Beispiel Bitbastelei Test. Und das ist jetzt der Text, der angezeigt wird.
Wenn wir auf unserem Handy oder anderen Gerät nach Bluetooth-Geräten suchen, dann taucht entsprechend das hier als Bezeichnung für das Gerät auf. Und der Rest, naja, wie schon gesagt, ist relativ identisch. Auch hier können wir also ein Print und ein Printline machen, nur dass es jetzt ESP_BT heißt. Wir sagen also dem Bluetooth hier, sende bitte mal Hall Sensor Measurement Doppelpunkt und dann das Measurement. Okay, sieht doch schon mal soweit ganz gut aus. Wenn wir das hochladen, ändert sich nichts. Es kommt genau derselbe Code. Aber wir wollen das Ganze ja auf unserem Handy haben, also würde ich sagen, wir wechseln auch mal dahin und gucken uns an, wie das unter Android aussieht. Auf dem Handy gehen wir erstmal in die Systemeinstellungen und das hier ist jetzt ein normales Android 9. Das sieht je nachdem, was ihr da habt und welche Customizations euer Hersteller gemacht hat, eventuell ein bisschen anders aus. Normalerweise ist es unter verbundene Geräte. Dort haben wir unsere Bluetooth-Einstellungen und hier können wir sagen, neues Gerät koppeln. Das dauert einen kleinen Moment und hier taucht schon auf Bitbastler-Test. Können wir einmal antippen. Und jetzt wird die Verbindung hergestellt. Das war's schon. Wir sind jetzt hier oben derzeit verbunden. Wenn wir da reingehen, sehen wir auch, da ist nicht wirklich was drauf. Das heißt also, da können wir nicht allzu viel einstellen. Um jetzt was zu sehen, brauchen wir noch ein bisschen Software. Wir schreiben natürlich gleich unsere eigene, aber womit wir schon mal drauf gucken können, das ist zum Beispiel hier dieses Bluetooth Serial oder Serial Bluetooth Terminal von Kai Morich, wenn ich das richtig sehe. Da können wir reingehen ins Menü, Devices, wählen jetzt hier aus, womit wir reden wollen und wir sehen jetzt hier, wir sind connected und hier kommen unsere Messwerte und das ist drahtlos. Das heißt also, unsere Bluetooth-Verbindung zwischen dem ESP32 und dem Handy klappt schon mal. Das hier ist jetzt natürlich nur ein Textterminal, das ist jetzt nichts für Benutzer, also versuchen wir das Ganze noch mit einer schönen Android-App zu versehen, sodass wir da auch ein grafisch ansprechenderes Design haben. Um die App zu programmieren, dann nutze ich den MIT App Inventor. Das ist so ein clicky-bunty-Teil, um Android-Apps zu bauen. Da müsst ihr einmal auf die Webseite ai2.appinventor.mit.edu gehen. Ist natürlich unten verlinkt. Login läuft über euer Google-Konto. Das heißt also das, womit ihr auch zum Beispiel im Play Store angemeldet seid. Das könnt ihr da benutzen. Und was wir hier tun, ist einmal Start New Project. Wir müssen jetzt einen Project Name vergeben. Wie nennen wir das Ganze jetzt also? Nennen wir mal Hall Sensor Test. Ohne Leerzeichen, wie wir sehen, wenn wir da irgendwas machen, dann meckert er auch direkt. Cannot contain spaces. Das ist sehr auf Einsteiger getrimmt. Das heißt, er versucht euch da möglichst an die Hand zu nehmen und Dinge nicht kaputt zu machen. In einem kurzen Moment sieht das dann hier so aus. Was wir jetzt haben, ist in der Mitte unser Bildschirm von unserem Android. Links die Sachen, die wir reinmachen können und rechts die einzelnen Eigenschaften. Sagen wir mal, wir wollen erstmal hier dieses Screen 1 ändern. Dann klicken wir das einmal hier an. Sehen hier schon, an der Seite sind die ganzen Einstellungen. Und wenn wir ein bisschen scrollen, dann sehen wir hier auch der Titel, der da steht. Das steht jetzt Screen 1. Das können wir ändern in Hall Sensor Test App. Okay, Version 1, ja, passt schon. Das können wir alles so lassen. Und wir sehen jetzt, hier steht Hall Sensor Test App. Als nächstes können wir dann zum Beispiel hier ein Label reinmachen. Das ist einfach ein kleiner Text, der statisch ist. Wie wir sehen, der heißt jetzt Label 1. Den können wir umbenennen. Ich empfehle euch, irgendwie am Anfang zu schreiben, was es ist, dass er das direkt erkennt. Zum Beispiel so ein Help-Text. Und jetzt können wir hier auf der rechten Seite in Properties zum Beispiel die Schriftgröße ändern. Größe, Breite und natürlich ganz wichtig der Text, wie der denn sein soll. Zum Beispiel ESP32 Hall Sensor via Bluetooth Demo. Das hätte ich jetzt aber gerne mittig. Das können wir hier machen. Wir können hier auf Center stellen und wie wir sehen, nichts passiert. Wieso? Naja, wir sehen ja hier, der ist gar nicht so breit. Also gehen wir bei der Breite hin und sagen hier Fill Parent. Also den gesamten Bildschirm quasi füllen und tada! Jetzt haben wir das Ding hier in der Mitte. Was wollen wir noch? Wir wollen natürlich den eigentlichen Messwert anzeigen. Machen wir noch ein Label dahin. Nennen das hier mal LWL Value zum Beispiel. Auch die machen wir auf volle Breite. Machen das mittig. Und jetzt können wir hier zum Testen einfach mal reinschreiben, was weiß ich, 42, weil das der Sensorwert ist. Und das hätte ich jetzt aber gerne deutlich größer. Machen wir auf 36 und auf Gold.
Das sieht doch schön aus. Kann sogar noch mehr. 64. So. Okay, das ist unser Messwert. So, jetzt tut er aber noch nichts. Und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, wie man die 42 hier abändern kann im Programm. Wie man das eigentliche, ja, quasi Programmieren hier drin macht. Erstmal ohne Bluetooth. Deswegen machen wir einfach mal einen Button hier hin. Dann sagen wir mal hier Text ändern. Als Text auch hier, den machen wir dann irgendwie mal auf volle Breite und ja, das sieht auch schon ganz gut aus. Und den nennen wir BTN Change. Das wäre jetzt hier zum Beispiel mal so ein kleiner Bildschirmaufbau. Jetzt müssen wir aber ja irgendwie dafür sorgen, dass hier auch was passiert. Das geht hier oben rechts. Wir sind jetzt im Designer. Was wir machen können, sind in die Blocks rübergehen. In den Blocks programmieren wir quasi grafisch. Das sieht hier so aus, erstmal relativ leer. Und jetzt müssen wir sagen, was soll denn wann, wie, wo passieren überhaupt? Wir können jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir wollten ja sagen, wenn jemand auf den Button drückt, dass sich die Zahl ändert. Also, was ist der Auslöser? Der Auslöser ist, jemand drückt auf unseren Button. Dann gucken wir mal hier, wir haben hier in der linken Leiste zum Beispiel Button Change. Das ist unser Button. Jetzt können wir hier sagen, wenn Button Change Click, also wenn der gedrückt wurde, dann mache was. Klingt richtig. Das können wir jetzt hier per Drag and Drop anklicken und rüberziehen. Jetzt haben wir hier einen Abschnitt, der wird ausgeführt, wenn dieser Knopf geklickt wird. Was soll jetzt passieren? Na, wir wollen die Zahl ändern, die wir entsprechend hatten. Das ist in der Label Value. Das heißt, wir gehen hier rein. Jetzt haben wir hier jede Menge Sachen, die wir machen können. Für uns interessant ist, wir wollen ja den Text ändern. Das hier sieht doch schon gut aus. Set Label Value.Text zu. Und hier ist so ein, ja, wie so ein Puzzleteil, was wir anschließen können. Ziehen wir das erstmal hier rein. Und jetzt muss man natürlich noch sagen, wozu soll das gesetzt werden? Da können wir dann hier zum Beispiel entweder einen Text holen, einen festen Text zum Beispiel vergeben. Ich möchte aber stattdessen eine Zufallszahl, das findet sich unter Mathe. Und wenn wir gucken, Random Integer from 1 to 100, klingt gut. Ziehen wir den jetzt hier rein und den können wir hier puzzletechnisch hinten dran machen. Das heißt, jetzt steht hier, setze den Text auf eine Zufallszahl zwischen 1 bis 100. Die können wir hier natürlich auch ändern, sagen wir mal 1 bis 50. Das war es im Prinzip mit unserem Programmieren schon. Jetzt haben wir nämlich drinstehen, jedes Mal, wenn wir den Button hier drücken, dann ändert sich diese Zahl hier. So, wie testen wir das am besten? Na, wie wäre es zum Beispiel mit unserem Handy? Da gibt es einen kleinen Trick. Und zwar kann man auf dem Handy eine App installieren und das Ganze dann vorab schon mal quasi live testen. Die App, die wir dafür brauchen, das ist der MIT AI2 Companion. Ich habe die hier schon mal installiert. Wenn wir die öffnen, dann sieht das hier so aus. Ist ein bisschen, ja, vielleicht nicht ganz so schön aussehend, aber sie erfüllt ihren Zweck. Was wir jetzt hier machen, ist Connect hier oben sagen und sagen hier AI Companion. Kriegen jetzt hier einen entsprechenden QR-Code. Auf dem Handy sagen wir Scan QR-Code. Greifen uns diesen Code entsprechend einmal rüber. Jetzt dauert das einen kleinen Moment. Wir sehen, wir kriegen hier so eine Progressbar, kurze Ladezeit. Und nach einem kurzen Moment taucht das hier auf unserem Handy auf. Genau die App, die wir haben. Wenn ich jetzt hier hingehe und Text ändern sage, 40, 32, wir kriegen jetzt unsere Zufallszahlen. Also, unsere App haben wir jetzt schon mal so weit gemacht, dass wir einen Button drücken können und etwas passiert. Ist jetzt natürlich ein bisschen dünn, aber ne, es ist schon mal Anfang. Wir wollten aber ja nicht einen einfach sich ändernde Zahl, sondern wir wollen das Ganze per Bluetooth. Also haben wir noch ein bisschen etwas vor uns und dafür müssen wir hier ein bisschen komplexere Dinge machen. Das erste, was wir machen, wir gehen mal hier runter auf der linken Seite. Da haben wir Connectivity und Bluetooth klingt doch schon mal ganz gut. Bluetooth Client. Nehmen wir den, ziehen wir den hier einfach irgendwo mitten rein. Der wird jetzt hier unten angezeigt bei Non-Visible Components, also Komponenten, die nicht sichtbar sind. Auch bei den Komponenten hier hinten wird es angezeigt. Ich nenne ihn jetzt einfach nur noch BT, dann muss ich nicht so viel überlegen. Das Ganze wird jetzt aber leider etwas komplexer, weil wir müssen uns ja erstmal mit Bluetooth verbinden, das richtige Gerät auswählen. Ja, das heißt, was ich jetzt mache, ist erstmal noch ein Label hier hin, hier drunter.
Dann machen wir hier erstmal die Zahl, die ändern wir mal, dass da am Anfang Strich Strich steht stattdessen, dass man erkennt, da ist noch kein Wert gekommen. Das hier, das machen wir LBL Status und der heißt am Anfang nicht verbunden. So, der Button entfällt, stattdessen holen wir hier einen List Picker. Machen wir hier hin, sieht erstmal ähnlich aus, hat aber ein paar andere Eigenschaften. Auch den können wir natürlich hier im Aussehen passend anpassen, wie wir das haben wollen. Zum Beispiel die Breite und natürlich den Text, der angezeigt werden soll. Und das Ganze müssen wir jetzt natürlich auch wieder ein bisschen rumprogrammieren. Dafür gehen wir wieder auf die Blöcke. Wir sehen, das Ding ist jetzt wieder leer, weil der Button war ja das Einzige, was wir hatten und den haben wir gelöscht. Deswegen jetzt erstmal nichts hier. Was wir dann brauchen, ist hier LPBTTF. Before Picking, das heißt also bevor wir etwas auswählen, wollen wir etwas tun. Und zwar, was möchten wir denn tun? Wir möchten die Liste füllen, denn im Moment ist das Ding ja noch leer. Das heißt, wir gehen mal durch, Set Elements, das klingt auch schon mal ganz gut. Und welche Elemente wollen wir da anzeigen? Na, wir wollen anzeigen, welche Bluetooth-Geräte es gibt. Entsprechend Bluetooth. Da gibt es hier dieses Addresses and Names. Das klingt doch ganz gut. Theoretisch sollte das jetzt dafür sorgen, dass wir, wenn wir auf diesen Knopf klicken, diesen Auswahlknopf hier, dass er uns eine Liste aller Geräte zeigt. Praktischerweise, na, unser Handy, das hat live aktualisiert. Das heißt, wir können direkt da weiter gucken. Hier haben wir also jetzt die neue Schaltfläche und so direkt da. Und wenn wir da drauf gehen, das sieht gut aus. Hier ist eine Liste mit meinen Bluetooth-Geräten, die ich verbunden habe, unter anderem Bitbus Lightest. So, wenn ich da drauf gehe, passiert jetzt natürlich noch nichts. Das ist eventuell etwas ungünstig. Also müssen wir wieder ein bisschen Code machen. Gehen in die Blocks. Was wollen wir denn jetzt? Wir wollen, wenn wir etwas ausgewählt haben, etwas haben. Gucken wir mal nach. Was haben wir denn hier? After Picking klingt doch so, als ob wir gerade etwas ausgewählt haben. Also nehmen wir das. Was wollen wir denn jetzt tun? Nun, wir wollen mit dem Bluetooth-Gerät verbinden. Gucken wir mal, Bluetooth und das hier klingt gut. Connect Address. Nehmen wir das mal und, das passt hier nicht, ne? Ja, ihr seht schon, hier vorne, da ist auch so ein Puzzleteil. Das kann man nicht alleine benutzen, das muss man mit irgendwas kombinieren. Für uns heißt das in dem Fall hier, wir wollen einen If-Block. Kennt ihr eventuell, wenn er schon mal programmiert hat? Wenn X, dann Y. Der sieht hier so aus. Den ziehen wir mal hier rein. Wir sagen jetzt, wenn wir verbunden haben mit einer Adresse, dann. Stopp. Mit welcher Adresse wollen wir denn überhaupt verbinden? Da ist noch ein offenes Puzzleteil. Wir wollen natürlich mit der Adresse verbinden, die wir gerade hier in der Liste gewählt haben. Das heißt, wir sagen jetzt hier, gibt es irgendwo da die Selection. Mit der möchten wir uns verbinden. Was soll dann passieren? Ich würde mal sagen, erstmal holen wir den Status und ändern da den Text, genau wie wir das eben gemacht haben. Und zwar ändern wir den Text in einen festen Text. Und zwar verbunden. Wobei, komm, wir sind sogar noch ein bisschen aussagekräftiger. Wir sagen, womit wir verbunden sind. Dafür können wir zum Beispiel das hier benutzen, Join. Wenn wir den hier reinziehen, dann können wir da mehrere Texte verbinden. Also zum Beispiel verbunden mit und dann holen wir nochmal die Selection hier, Duplicate und jetzt steht hier, womit wir verbunden sind. Sehr schön. Aber was ist, wenn der Connect nicht richtig war? Nun ja, entweder würden wir dann hier weiterhin sagen, wir sind nicht verbunden. Wir können aber auch noch hier editieren. Bei den Zahnrädern können wir dann noch ein bisschen was machen. Und zwar können wir zum Beispiel einen Else-Block einfügen. Was passiert denn, wenn es nicht so ist? Sieht dann hier so aus. Und jetzt können wir zum Beispiel hier sagen, wir sagen Verbindungsfehler bei Verbindung mit X. Dann sieht das auch ein bisschen schöner aus. So, jetzt haben wir bereits die Möglichkeit zu verbinden und entsprechend den Status anzuzeigen. Eins können wir noch machen, und zwar, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Da gibt es hier nämlich auch etwas. When Bluetooth Error, dann auch irgendwas. Da können wir im Prinzip dann auch hier den Status setzen. Und wir können zum Beispiel sagen, Bluetooth Fehler während Aktion mit
Dann haben wir das auch. So, was wollen wir denn jetzt machen? Wir wollen noch Daten empfangen, ne? Wie machen wir das denn? Lasst mal schauen. Wenn etwas empfangen wird. Oh, das ist schlecht. Es gibt keinen, wenn etwas empfangen wird, Block. Wie machen wir das denn dann jetzt? Nun, wir könnten hingehen und könnten sagen, okay, wir wollen das in gewissen Zeitabständen ausführen, sodass wir alle paar Millisekunden nachschauen, kamen neue Daten an und darauf reagieren. Dafür gibt es auch was Passendes. Und zwar brauchen wir dafür eine Komponente wieder. Das Ganze findet sich interessanterweise unter Sensors, aber okay, holen wir die Clock 1. Wir sehen jetzt hier gerade, mein Companion ist disconnected. Das war wohl mein Handy, was da gerade in Standby gelaufen ist. Soll uns aber nicht stören. Das hier nennen wir jetzt auch mal CLK. Und hier sehen wir jetzt einen Intervall. Sagen wir mal, wir führen das alle 100 Millisekunden aus. Sind wir definitiv im richtigen Bereich. Und diese Clock können wir jetzt auch in den Blöcken hier verwenden. Und wir gucken, hier ist die neue Clock. When Timer. Dieses When Timer läuft dann jetzt alle 100 Millisekunden. Würde ich sagen, klingt gut. When Timer. Können das hier auch ein bisschen auf Seite schieben. Allgemein, das hier ist, ja, ihr könnt auch da drin zoomen und was auch immer. Je nachdem, was ihr gerade tun wollt. Und speaking of, was wir gerade tun wollen, was wollen wir denn machen, wenn der Timer da passiert ist? Ich würde mal sagen, erstmal gucken wir nach, sind wir überhaupt noch verbunden mit Bluetooth. Wenn wir mit Bluetooth verbunden sind, also ein if, Bluetooth, gucken wir mal, da gibt es ja ein is connected. Dann machen wir was und wir brauchen noch ein else. Was passiert, wenn wir nicht mehr mit Bluetooth verbunden sind? Dann würde ich sagen, wir schnappen uns mal wieder hier unseren Textblock. Den können wir komplett duplizieren und hier reinschieben. Sagen wir aber nicht Verbindungsfehler, sondern Verbindung mit bla 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 abgebrochen. Moment mal, wie kriege ich denn jetzt das abgebrochen rein? Naja, auch hier haben wir wieder dieses Zahnrad und können hier einen dritten String hinzufügen und so dann nochmal hinten dran auch einen Text schreiben. Gut, was wollen wir denn machen, wenn wir noch mit Bluetooth verbunden sind? Naja, wir wollen erstmal gucken, gibt es überhaupt neue Daten? Also, zweite If-Schleife und die machen wir dann hier rein. Die soll nur ausgelöst werden, wenn Daten da sind. Gucken wir mal, Bluetooth Bytes available to receive. Klingt gut. Also, wenn Daten verfügbar sind. Funktioniert nicht. Wieso funktioniert das nicht? Na, das ist leider nicht ganz so gut zu erkennen. Aber wenn wir in die Hilfe gucken hier, also die Maus drüber halten, dann sehen wir da etwas. Das gibt nämlich die ungefähre Anzahl der Bytes zurück, die entsprechend empfangen werden können. Anzahl der Bytes ist natürlich eine mathematische Sache. Das heißt also eine Zahl. Wir können also nicht einfach sagen, wenn Bytes da sind, sondern wir müssen sagen, wenn wie viele Bytes denn da sind. Das geht über Mathe. Wir können jetzt hier zum Beispiel das hier holen. Das ist so ein mathematischer Vergleich. Wenn, aha, da passt's. Wenn Anzahl der Bytes gleich x ist. Das ist eventuell ungünstig. Wir wollen stattdessen größer als. Das gibt es hier auch zur Auswahl. Jetzt müssen wir noch eine Zahl da reinmachen. Das wäre hier zum Beispiel. Was wollen wir denn haben? Wie viel Byte? Ja, mindestens mal irgendwie ein Byte, sodass wir damit arbeiten können. Gut, ein Byte ist da, dann können wir jetzt ja die Werte lesen, richtig? Also sagen wir wollen unsere Value ändern, den Text davon, und zwar in irgendwas, was per Bluetooth reinkommt. Lasst mal schauen. Receive Text klingt doch gut, aber hier muss ja noch irgendwas dran, nämlich Number of Bytes. Hier steht jetzt, wenn Number of Bytes kleiner als 0 ist, dann liest er so lange, bis dass er einen Delimiter findet. Wir übertragen immer einzelne Zeilen. Das klingt doch soweit ganz gut. Deswegen holen wir das am Stück. Wir sagen jetzt also hier, wir wollen eine Zahl. Und zwar, sagen wir mal, minus 1. Dann liest er so lange, bis dass er das Ende der Übertragung erkennt. Das heißt aber natürlich auch, dass wir ein Delimiter-Byte brauchen. Das geht hier drüben. Und zwar, wenn wir die Bluetooth auswählen, können wir das Delimiter-Byte hier eingeben. Und wir senden ja ein U-Line am Ende. Das ist 0x10, also Delimiter-Byte
10. Das machen wir so rein. Und jetzt weiß er, dass er bei einem Newline von unserem Arduino, das für den quasi die Unterbrechung ist. Okay, ab hier kommt das jetzt hin. Und im Prinzip sind wir damit jetzt schon mal halbwegs einsatzbereit, oder? Na, ich würde mal sagen, wir gehen einmal kurz rüber auf unser Handy, gucken, wie das da aussieht. Unsere App ist auf jeden Fall noch da. Wir können Bluetooth-Gerät wählen. Wählen wir mal aus. Und was passiert? Oh, da war ja was, ne? Also ich meine, wir kriegen Daten. So viel sehen wir schon mal. Und die scheinen live zu sein. Wenn ich den Magnet wiederhole. Gute Frage, wenn ich den Magnet noch hätte. Na gut, aber wir sehen, die Werte ändern sich. Also da scheint definitiv etwas zu funktionieren. Jetzt haben wir aber nur noch diesen riesen Text davor. Was machen wir denn jetzt? Nun, wir haben zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, dass wir auf den PC hingehen und hier in unserem Programm nicht mehr zurückgeben. Was haben wir hier unten? Hall Sensor Measurement, Doppelpunkt, Leerzeichen, Measurement. Sondern dass wir zum Beispiel nur noch das Measurement rausgeben würden. Per Bluetooth. Dann wäre natürlich auch nur noch die Zahl da und wir könnten das entsprechend hier auf dem Display auch so anzeigen. Eine Alternative ist, dass wir ein bisschen in unserer App rumfummeln und Software klingt da besser. Dann können wir das nämlich so in unserer Hardware lassen, in unserer Firmware, die wir für den ESP gebaut haben. Und zwar wollen wir jetzt hier den Code zerlegen. Wir wollen also Texte zerlegen. Haben wir da etwas? Split Text Add. Klingt gut. Das heißt, wir wollen jetzt Text holen und den auseinandernehmen. Und zwar möchten wir den empfangenen Text holen. Und den möchten wir bei einem gewissen Zeichen auseinandernehmen, nämlich, sagen wir mal zum Beispiel, Doppelpunkt Leerzeichen, weil naja, wir haben ja ein Doppelpunkt Leerzeichen und dann den Messwert. Soweit, so gut. Jetzt kommen aber ja hier vorne zwei Sachen raus. Wie können wir denn dem jetzt sagen, was er benutzen soll? Naja, das, was hier rauskommt, das ist eine sogenannte Liste. Und die Liste, die können wir hier über Lists machen. Und was für uns relevant ist, ist Select List Item. Und das machen wir jetzt hier dazwischen. Wir wollen von dieser Liste hier, ist okay, ich war ja noch am Programmieren, danke für den Hinweis. Wir wollen eine Liste und zwar wollen wir das Item mit der ID 2. Der App Inventor fängt seltsamerweise bei 1 an zu zählen. Für Programmierer etwas ungewohnt, aber okay. Und wir sehen jetzt hier auf dem Bildschirm schon, der hat das jetzt live aktualisiert und jetzt kriegen wir nur noch die Nummer, genauso wie wir das uns vorgestellt haben. Ja, ihr seht jetzt mit diesem bisschen, ja, mehr oder weniger Code oder Zusammenklicken, haben wir uns schon eine Android-App gebastelt, welche Messwerte von unserem ESP8266 per Bluetooth entgegennehmen und anzeigen kann. Das kann man natürlich noch riesengroß eskalieren. Ihr seht im Designer, da gibt es noch jede Menge andere Sachen, die wir da benutzen können. Wir könnten zum Beispiel das Ganze hier irgendwie auf eine Datei schreiben, in Datenbanken schreiben, so dann hier eine Historie auf dem Handy aufzeichnen. Wir könnten, glaube ich, sogar über die sogenannten Canvas-Dinger hier Diagramme zeichnen. Das müsste eigentlich auch gehen. Wir können natürlich hier über Web das Ganze auch an irgendeinen Webdienst übermitteln, sodass wir unterwegs quasi per Bluetooth die Daten empfangen vom ESP und dann über das Handynetz an irgendeinen Cloud-Dienst wieder weiterleiten. Das ist technisch dann auch drin. Dieser App-Inventor hier hat also eine Menge Möglichkeiten. Ja, aus meiner Erfahrung, hiermit kann man schon ganz gute Dinge machen. Es gibt natürlich Einschränkungen, wo man dann ganz schnell auf die Schnauze fallen kann. Das Ding hier ist natürlich eher für relativ einfache Apps geeignet. Ich hatte jetzt schon mehrfach den Fall, wo ich leider hier nicht weitergekommen bin. Da gibt es dann zwar auch Android Studio und so, da muss man aber, glaube ich, in Java ist da die einzige Sprache, die unterstützt wird, wenn ich richtig im Kopf habe, doch etwas tiefer in die Programmierung einsteigen. Während man hier das halt schnell und einfach zusammenklicken kann. Wir sehen jetzt hier schon, mein Handy, das aktualisiert jetzt immer wieder neu. Entsprechend zeigt er jetzt hier auch abgebrochen. Das können wir eigentlich auch noch beheben. Abgebrochen kommt hier unten, ne? Dann machen wir das nämlich mal kurz anders, sodass er nicht mehr abgebrochen anzeigt, sondern wir sagen hier ein else if. Das else machen wir raus. Und zwar...
Geh weg. Wir möchten nur abgebrochen anzeigen, wenn Text, wenn, wo ist Text Compare? Ja. Wenn die Selection nicht leer ist, dann ist es abgebrochen. Wenn Selection, wenn nicht Selection leer ist, dann zeige abgebrochen. Okay, das dürfte sinnvoller sein. Und auf dem Bildschirm sehen wir jetzt schon, da steht jetzt entsprechend nicht verbunden und nicht mehr abgebrochen. Wenn ihr jetzt fertig seid mit dem Programmieren und die App dauerhaft auf eurem Handy haben wollt, das geht natürlich auch. Das geht hier oben über das Menü Build. Und hier gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder eine QR-Code anzeigen für eine APK oder die APK auf dem Rechner speichern. Die könnt ihr dann auf eurem Android-Handy entsprechend runterladen und installieren. Zumindest dann, wenn ihr eingestellt habt, dass ihr auch von Drittquellen Programme installieren könnt. Ihr könnt natürlich auch hingehen und die APK im Play Store veröffentlichen. Da braucht ihr dann aber einen Entwickler-Account und so. Da muss man sich ein bisschen erstmal durchklicken. Ja, ihr seht also, so eine Android-App, die direkt mit dem ESP32 kommuniziert, ist gar nicht so kompliziert. Das kann in vielen Fällen schon mal ganz praktisch sein, wenn man da irgendwo auch unterwegs Sensoren benutzen kann, wo man kein WLAN jetzt dabei hat oder nicht extra eins aufbauen möchte. Und ja, so kann man das relativ flott machen und ihr seht, es tut offensichtlich, was es soll.